Mahlzeit, ihr Tiere, Knochen hier. Heute fahre ich den Churchill MK, was war das? 7? Churchill MK7, schwerer Panzer bei den Briten. Battle Rating habe ich jetzt gerade echt nicht im Kopf, kann ich nichts mehr dazu sagen. Jetzt ist schon wieder ein Replay. Jetzt werden sich einige fragen, tschüss, Masato. Warum schon wieder ein Replay, Digga, Alter? Du machst so oft Replays. Erstens mal gar nicht so oft Replays. Irgendjemand hat das schon mal gemacht. Ich meine, ey, du machst ganz schön viele Replays. Ich mach vielleicht alle 2 Wochen mal ein Replay. Das sind dann immer die, was ist die Sachen, die super gut liefen und ich gerade nicht aufgenommen habe. Oder wo ich tatsächlich mal mit dem Fahrzeug, wo ich echt zu kämpfen habe, mal etwas besser bin. Wie zum Beispiel diesem hier, ja, diesen Churchill. Ich hasse diesen Panzer. Wirklich, ich hasse ihn. Ich habe so viele Probleme mit diesem Panzer gehabt. Ich habe noch 5, 6 andere Aufnahmen, die ich einfach nicht veröffentlichen werde. Ich habe erst überlegt, machst du eine Compilation raus? Das waren alles Aufnahmen, wo ich, also 4 davon habe ich keinen einzigen Kill gemacht. Ich wusste nicht, scheißegal mit welcher Munition ich geschossen habe, ich habe nichts kaputt gekriegt. Ich habe vielleicht mal einen Crit geschafft, aber ich habe nichts kaputt gemacht mit diesem Churchill. Und das ist ja nicht der einzige Panzer, der jetzt nicht so prickelnd ist bei den Briten. Aber bei den Amerikanern sieht es auch nicht wirklich besser aus. Gut, wir wissen, das sind alles, gerade die Amerikaner sind richtig fertig gemacht worden. Also richtig genervt worden. Und bei den Briten, weiß ich nicht. Also, ich finde, gerade bei dem Panzer hier ist das Rohr einfach zu klein. Das Kaliber ist viel zu klein, die Feuerkraft ist einfach zu gering. Meine Meinung, interessiert wahrscheinlich sowieso keinen. Wie man sieht, ich habe hier noch nicht die zusätzliche Panzerung drauf, weil ich sie noch nicht erforscht habe. Das war auch eher Zufall, dass ich das jetzt hier dann aufgezeichnet habe, weil ich ja ausnahmsweise mal ein bisschen besser war. Ich kann zu dumm verraten, ich mache 3 Kills mit dem, bevor es mich dann aufraucht. Und ich war selbst überrascht, Mein ersten Kill, ich will nicht zu viel verraten, aber der war der leichteste hier. Man sieht ja, wie langsam ich hier unterwegs bin. Ich bin hier mit maximal 20 km/h unterwegs, so wie der Matilda. Aber die schweren Panzer bei den Briten sind ja ohnehin nicht alle sonderlich schnell. Ich glaube, die liegen alle im 20-24 km/h Bereich. Und ich war so froh, dass ich tatsächlich mal einmal geschafft habe, nicht so richtig scheiße mit ihm zu sein. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich so einen Churchill sehe, ich beobachte die anderen Leute. Ich gucke ständig in die Statistik rein. Wie weit sind die? Wo war's? Wie? Was haben sie geschafft? Die sind meistens so im 7er bis 10er Platzbereich und oft kein Kill. Ja, haben unheimlich viel durchgehalten. Da war mal einer, den habe ich gefragt, wieso hast du keinen Kill? Meinte er, ja, weiß ja auch nicht, wieso. Irgendwas stimmt mit der Munition nicht oder die Durchschlagskraft reicht nicht. Aber er hat den voll modifiziert gehabt. Und der hat den nur drin gehabt, weil er versehentlich raufgeklickt hat. Er hatte den zuletzt angewählt gehabt, aber eigentlich wollte er mit einem anderen Panzer rein. Ist auch Wurst, weil das ist wichtig. Ja, er hatte ein paar tausend Punkte, also, weiß ich nicht, so 2200 oder so, aber auch nur, weil er die ganze Zeit unter Feuer war und das überlebt hatte. Er hat artillerische Länge überlebt und so, und das habe ich mit ihm auch schon. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein Video mit ihm gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mir nicht alle meine Videos merken, sind nur auch bald 500. Und jetzt kommt die Stelle, habe ich geweint, da kommt jetzt, da. Zack! Zerstört. Aber nur, weil er so beknackt positioniert war, dass ich sag mal, in die weichen Stellen schießen konnte. Glück gehabt. Hat mich richtig gefreut. Das war mein erster Kill seit, glaube ich, 2 Tagen. Also, wo ich hier unterwegs war mit dem Teil. Ne? So, da wird jetzt auch noch ein bisschen geschossen. Den werde ich leider nicht abschießen, weil der verzwiebelt sich dann. Ja, Jagdpanzer halt, ne? Was willst du machen? Ist das überhaupt ein Jagdpanzer? Da kommt ein Jagdpanzer. Und wie man sieht, ich krieg hier Treffer ab und krieg aber keinen Schaden. Und da hat er natürlich wieder Vorteile. Wenn du jetzt noch die extra Panzerung drauf hast. Ich weiß leider nicht genau, wo die sich da befindet. Wo ich nicht mehr drauf geachtet jetzt. Weil ich war so fertig. Ich war so froh, dass ich endlich mal was abgeschossen habe im Tal. Ja. Und wie gesagt, also rein vom Treffertechnischen erhält er viel aus, es sei denn, man hat gerade so eine Russenbestie neben einem oder so. Also KV-2 hat mich einmal gekrittet, hat mich aber nicht sofort getötet. Das war eigentlich ganz gut, weil ich schnell repariert hatte. Und dann einfach mich verzwiebeln konnte. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch, wenn ihr diese Krücke fahrt, ja, die ich echt nicht mag. Ich meine, es gibt ja eine Panzerreihe, die sehen ja alle ein bisschen ähnlich aus bei denen. Und ja, hier gehe ich in die Luft, hätte ich mir auch sparen können. macht ihr Kills mit den Dingern? Wie gut seid ihr damit oder wie schlecht?
Oder ist es nur irgendwie meine Vorstellung? Oder sehe ich das so, dass der eher scheiße ist? Ja, also von der Feuerkraft her echt mies ist. Ich habe jetzt auch nicht geguckt. Ich habe nicht geguckt, ob andere da irgendwie so 20 Kills wegballern, mitmachen, sich erballern. So, wir wollen ja mal ein bisschen auf die Grammatik achten. Ja gut, da bin ich gegengefallen, weil ich dachte, das Ding zerbröselt dann. War nicht der Fall, wie man sieht. Und hier war es eigentlich auch noch ziemlich cool. Guck mal, wenn man jetzt unten sieht, ich habe einen zweiten Kill gemacht. Ich habe schon vergessen, welcher das war. Ich weiß nicht, wann der gewesen sein soll. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist mir aber auch die ganze Zeit dann nicht aufgefallen. Und ich weiß, als ich dieses Replay aufgenommen hatte, oder mir auch nochmal angeguckt habe, da ist mir auch dieser Kill nicht aufgefallen. Der ist mir auch beim Spiel nicht aufgefallen. Ich glaube, das muss, das könnte der Panzer da eben gerade gewesen sein, ob den ich zuletzt geschossen habe. Panzer 4 oder was auch immer. Oh, ja, nee, ein Jagdpanzer. Ach komm, ich sehe auch nicht mehr durch. Ich bin auch ein bisschen, ich fahre ja bald, ne, zu Gamescom. Es wird jetzt auch schön hier. Gut, immerhin ins Munitionslager rein. Jetzt versucht er sich zu verzwiebeln, aber nicht mit mich. Ja, ich mach dich kaputt, Mann. Und kaputt, ja, und gefistet. So, und hier ist auch noch einer. Da war ich ein bisschen zu langsam. Das war auch ein interessanter Treffer, fand ich. Richtig interessanter Treffer. So, jetzt wird er gleich aufgeraucht. Schade, ich war gerade fertig mit Nachladen. Und ich fahre ja wirklich ungerne in diese Häuser rein. Also hier, da überall, wo Häuser sind, in diese urbanen Gegenden. Ja, gibt ja Leute, die stehen da voll drauf. Ich weiß hier, ich glaube, Baron von Games, der steht ja voll auf die Osteuropa- und Polenkarte. Ja, er liebt diesen Häuserkampf. So, hier ist jetzt mein Ende besiegelt. Aber unten rattern die Punkte rein. Den habe ich leider nicht mehr fertig bekommen. Und Fahrzeug verloren, aber immerhin 3 Kills. Ich dachte, was? 3 Kills? In einem Match auch noch. Nicht in einem Tag. In einem Match. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich, mit dem. Es gibt auch keine andere Munition mehr hier. Ich habe das Gefühl, das ist so... Wie soll man das sagen? Manchmal fand, so wie die Munition, also das Geschoss rausgehauen wird, das fühlt sich so an. Es fühlt sich so an, wenn man das als Gefühl bezeichnen könnte. Als würde man so einen Stein schmeißen und wenn man Glück hat, fliegen ein paar Splitter irgendwie in das Fahrzeug rein und machen ein paar Kratzer irgendwie an den am Gegner innen drin. So fühlt sich das an. Ja, aber ein bisschen komischer Vergleich jetzt. Aber ich meine mal zu Kaiser Franz, das ist wie ein Tennisball gegen einen Panzer schmeißen. Ich glaube, das ist so ein Ding, da muss man richtig Gefühl für haben und auch, man muss alle Gegner kennen, ganz genau wissen, wo man wie, wohin zielt. Und hätte ich jetzt wirklich eine schrottige Crew, würde ich sie auch nachvollziehen können. Aber ich habe ja keine schrottige Crew. So, hier nochmal auch ein bisschen in die Luft. Zack, die Bumm und jetzt verreckt er mal endlich. So. Okay, das ist auch ein Kill. Fand ich eigentlich nicht so cool. Weil ich habe ja... Okay, jetzt kann ich es verraten. Ich verrate es jetzt, ich habe 5 Kills. 5 Kills und wir sind ja schon bei 4. Weil, also Flugzeug zählt ja mit da, ne? Hier wäre gleich runtergeschossen, aber ich fand's witzig. Ich dachte mir, ihr Kopf vorher nochmal rauf, hier kommt alles treffen. Und ein paar Abschusshilfen gab's auch noch. Zack. Es ist trotz allem noch unterhaltsam. Ich habe auch ein anderes Problem noch mit War Thunder. Das ist, meine Fraps mit Frames kacken voll ab. Aber auch wenn ich nicht aufzeichne. Ich habe Mikroruckler und ich weiß nicht, woran das liegt. Selbst wenn ich auf niedrig stelle, die Grafik, also nicht minimal auf niedrig. Ja, also mein System schafft das locker. Ich habe, als ich angefangen habe, hatte ich nicht so eine Probleme. Also vor einem Jahr, und da hatte ich noch einen schlechteren Rechner, weitaus schlechteren. Mit einer viel schrottigeren Grafikkarte. Lief ohne Probleme, konnte ich, butterweich durchgelaufen, aber jetzt wird es immer schlimmer. Ihr habt das Gefühl, wenn ich jetzt in Kürze meinen Rechner nochmal aufwerte, beziehungsweise mir einen neuen hole, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser laufen. Aber ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ich habe viel gelesen, manchen helfen da irgendwelche Sachen, aber da soll ich zum Beispiel einmal geholfen, irgendein Programm in irgendeinem Ordner da auszuführen. Das habe ich gar nicht drin bei mir im War Thunder. Wie auch immer, darum geht es ja jetzt nicht. Habt ihr auch Probleme mit dem Spiel? Kacken die Frames ab? Vor allem selbst wenn die Frames nicht abkacken. Und das habe ich auch oft. Habe ich trotzdem diese Mikro-Ruckler. Und das nervt so richtig. Diese Ruckler nerven.
weil die auch das Spiel beeinträchtigen, gerade wenn es jetzt richtig heiß zur Sache geht. Was mache ich hier? Achso, ja, ich fahre da nochmal rein. So kann ich schon mal sagen. Da geht es noch richtig ab. Wird noch richtig cool da drin. Ja, diese Ruckler nerven. Ich habe auch schon überlegt, scheiße, du kannst erstmal kein Warfare mehr spielen. Weil ich habe keinen Bock, auch immer so mit Ruckler aufzunehmen. Oder auch wirklich niedrigere Grafik. Das ist jetzt hier mittlere. Witzigerweise habe ich davor eine Woche lang mit hoher Grafik gespielt und konnte ohne Probleme aufnehmen und alles. Und plötzlich kackt das wieder ab, ohne dass ich selbst irgendeine Veränderung vorgenommen habe. Das ist so wie verhext. Und ja, ich lasse alles Mögliche durchlaufen. Der Rechner wird gesäubert von innen und von außen und was weiß ich nicht. Ich mache wirklich alles, alles, was man sich vorstellen kann. Aber manchmal läuft es einfach richtig scheiße. Gehe ich hier in die Luft? Ne, ich glaube, hier gehe ich nicht nochmal in die Luft. Allzu lange läuft er auch nicht mehr. Also einen ziehe ich mir noch ab. Und das ist, glaube ich, eigentlich ist das ein richtig geiler Kill. Mir fällt der Sherman Firefly auch weitaus besser als dieser verkackte Churchill. Weil er hält fast genauso viel aus. So ist jetzt meine Erfahrung. Also ich wurde schon oft beschossen. Und mal ein paar kleine Kratzer höchstens habe ich abbekommen. Kappa 2 hat noch nie auf mich geschossen, wenn ich mich erinnern kann. Aber SU 152 hat schon auf mich geschossen und diverse T-43, der guckt dir den an. Das ist so tatsächlich so wie Knete schießen. Mit Hochdruck Knete schießen, so kommt einem das manchmal vor. Zerstört. Nee, fuck, da kommt noch ein Kill. Da kommt noch ein Kill. Und das ist eigentlich der mit der geilste Kill überhaupt. So, da sind schon Kollegen draußen, wie man gerade gesehen hat. Ich bin da ganz unauffällig mit der Maus rübergegangen. So, ich kann schon mal sagen, dass ich hier keinen Kill mache. Ich bin einfach übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, da war noch eine Flak unten. Deswegen bin ich einfach so schnell wie möglich rübergeflogen, habe ausgeklinkt. Aber hier ist auch das Problem. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwie einstellen. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Aufgrund des Sandes habe ich meine verkackte Zielvorrichtung gar nicht mehr gesehen. Weil er hat ja fast dieselbe Farbe. Auch so dieser Braunton da, ne? Kann man jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, aber ist wirklich so gewesen. Man sieht auch, ich habe eigentlich, da explodiert gleich zwischen den Panzern irgendwas. Upp, dahinter sogar noch. Ja, also ich habe einen Treffer gemacht, aber das war es dann auch. Irgendwie nichts weggerissen. Aber ich will mir eigentlich, also wirklich, jetzt kommt für mich ein schöner Kill. Ich weiß nicht, ob es der schönste ist, aber wirklich ein sehr schöner. Für dich jedenfalls. Oh, ich war echt so froh. Ja, wie gesagt, der Sherman Firefly, der gefällt mir besser. Und hält fast genauso viel aus. Also von hinten natürlich nicht, aber das halten ja eh die wenigsten Panzer. Okay, hier wurde ich heiß, da dachte ich mir, scheiße, du hast dich relativ gut geschlagen. Bin ja, glaube ich, Dritter oder Vierter, habe ich es immerhin noch. Und das, obwohl mir die britischen Panzer überhaupt nicht liegen. Aber ich fahre trotzdem gerne Panzer, ne? Hab mich hier durchgeschlängelt, weil ich dachte, okay, guckst einfach immer um die Ecke, um die du natürlich auch gerade fährst, ne? Links, rechts, C-Taste immer schön drücken. Hier hat es einen Kollegen zerfetzt. Beziehungsweise ist er wohl ausgebrannt. Und da habe ich mich kurz erschrocken, weil ich dachte, fuck, die haben den abgeschossen. Ich habe nicht mitbekommen zuerst, dass der schon abgeschossen war. So, jetzt aufgepasst. Jetzt wird cool. Ja, das kann er erstmal nicht fahren. Gleiskette, ne? Und jetzt. Kaputt gemacht, du. Ich glaube, da habe ich richtig laut gejubelt, wenn ich mich recht entsinne. Wie ein Psycho. Aber das hat mich halt gefreut. Und ich finde, da darf man ja halt auch mal ein bisschen abdrehen, irgendwie. Gerade an dem Tag war es so frustrierend. Ich bin ja die ganze Zeit schon irgendwie mit dem Briten gefahren. Anderthalb Stunden schon und so. Und eigentlich lief es nur scheiße. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass wir gewonnen haben. Das ist wie mit diesen goldenen Wetteinsätzen, wo es dann Golden Eagles gibt. Und so. Das schafft man sich. Gerade wenn man die Kacke einsetzt, verliert man immer. Bis das Ding abgelaufen ist, dann gewinnt man wieder. War Thunder halt, ne? Was will man dazu sagen? So, hier ist es eigentlich auch finito. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Viel Spaß beim Zocken, viel Spaß bei der Gamecom. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein und kackt nicht ein. Also, ciao, ciao.